Hey ho, Unboxing-Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Zockbox. Diesmal September 2024. Wir schauen mal rein und gucken, was ich so Feines bekommen habe dieses Mal. So. Ich habe natürlich vorher wieder aufgemacht, weil ganz einfach, sonst ist das mit dem Klebeband so ein bisschen schwierig. So. Wir haben natürlich die obligatorischen Gummibärchen wieder dabei. Und jetzt schauen wir mal rein. Also jetzt machen wir erstmal das Paket 1, 2, was ist denn das? Hier ist ja sogar noch mehr. Was ist denn das? Center Shock. Ist das, was ist denn das? Ein Kaugummi oder sowas? Keine Ahnung. So, weiter geht's. So, Nummer 3. 4 und 5. Okay, das ist also, wir haben diesmal einzeln verpackt. Das ist eigentlich sogar besser. Da braucht man nicht so wie letztes Mal, dass es halb rausfällt und so eine Scherze. Machen wir gleich mal weg. So. Machen wir mal die erste Tüte auf. Okay. Es ist ein PS2, PS1-Spiel, vermute ich. Ja. Es ist Speed Freaks. Kenne ich nicht. Das ist, ich würde mal tippen, wie so Mario Kart, so, wo du da den Gegner abschießen kannst und so weiter. Also so ein Mario Kart-Klon. Ja, ist ein bisschen verkratzt, die Verpackung. Gucken, wie es hier aussieht. Ja, sieht sehr gut aus. Ich habe übrigens diesmal ein Stativ drin. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Fühlt sich gleich viel besser an. Die CD, bisschen verschmiert, glaube ich, das richtig sehe. Ja, aber geht schon. Hab schon Schlimmeres gesehen. Wie gesagt, bei eBay. Letzte Folge habe ich schon gesagt, aber eBay habe ich schon ganz andere Nummern gesehen. Vielleicht sollte ich euch mal zeigen, ein Video machen und zeigen, was ich von eBay gekauft habe. Und wie, was ich da bekommen habe und wie, in welchem Zustand vor allen Dingen. Das wäre Nummer 1. So. Nummer 2. So, also halt, ich muss auch hier aufmachen. So. Rail, was heißt das? Railroad Tycoon 2. Ich habe gehört, es soll ein gutes Spiel sein. Ich habe das nie gespielt, sieht interessant aus. Das ist so eine Art, also wie Themenpark vermute ich, oder? Sowas, eine Art, wo du da vermutlich so ein Unternehmen, so ein Eisenbahnunternehmen führst oder so. Oder? Der Zustand ist prächtig. Das ist übrigens wieder ein PS1-Spiel natürlich, wie man sieht. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Könnt ihr ja mal schreiben, ob das ein gutes Spiel ist. Ich habe das noch nie gespielt, aber ich habe jedenfalls mal gehört, dass das gut sein soll. Ob das zuverlässige Quellen bzw. zuverlässige Infos sind, das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich nicht wissen, du. Das wäre das. Mach mal so. Mach mal so. Die Tüte weg. Nummer 3. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr wünscht. Ich meine, ich muss das aufpassen. Nummer 3. Ich könnt ja mal gucken, ob ihr wünscht, dass ich Gameplay-Material zusätzlich einblende. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Manche wollen das, manche nicht. Das ist ein Nintendo-Spiel. Gauntlet 2. Der Zustand ist, ich nenne es mal so lala. Ja, so lala. Was es für ein Spiel ist, kann ich euch nicht sagen. Das ist überhaupt mein erstes Nintendo-Spiel, ich in der Hand hat, in der Hand halte. Ich habe damals mit Super Nintendo angefangen. Gauntlet 2. Sagt mir jetzt nichts, könnt ihr vielleicht was dazu sagen? Ich weiß noch nicht mal, welches Genre das sein soll. Mal gucken, ob ich die Schmiererei da oben wegkriege. Schön wär's. Ich muss erst mal gucken, was wir hier in der 4 haben. Aber wie gesagt, es steht nicht bei der Zockbox an, dass du alles komplett dazu kriegst und so weiter.
Also von daher, das ist ja ein PS2-Spiel. Final Fantasy, ist das 12? Ja, müsste 12 sein. Ich bin kein Final Fantasy-Fan, sage ich so wie es ist. Ich kann mit der Reihe nicht viel anfangen. Allerdings habe ich es dadurch auch nicht in meiner Sammlung. Oder ist das 13? Ne, 12. Ich habe es dadurch auch nicht in meiner Sammlung, aber allerdings bleibt es auch, weil es ist schließlich gutes Spiel. Vermute ich jetzt mal. Ich bin keine Fantasy-Fan. Da könnt ihr eher vielleicht was zu sagen als ich. Hat auch einen guten Zustand. Ups, halt, Beschreibung. Man muss schon sagen, bis jetzt war, abgesehen von den Nintendo-Spielen, immer eine Beschreibung bei. Was, sag mal, bei Nintendo-Spiele gucke ich mehr drüber quasi, also schaue ich mehr drüber hinweg, weil ganz einfach, das ist halt dann logisch bei der langen Zeit. Und die Pappschachteln waren jetzt auch nicht gerade das Wahre. Zumindest beim Super Nintendo nicht. So, dann haben wir noch ist die Nummer 5, auch ein PS2-Spiel. Oh, Jack 2. Das ist definitiv ein gutes Spiel. Ist ein Teil einer Spieleserie, die es leider nicht mehr gibt. Ich habe gehört, viele wollen ja, dass da Naughty Dog endlich mal einen neuen Teil macht. Ich habe Jack und Dexter nie gespielt. Hatte ich eigentlich mal vor, ist gut zu wissen, dass ich jetzt den zweiten Teil besitze. Ein bisschen sind das Flecken, ja. Aber gut, das kriegt man locker weg, das ist kein Problem. Und Jack 2 soll sich erheblich unterscheiden zum ersten Teil. Also ein bisschen radikaler vom Gameplay her, habe ich gehört. Ja. Aber es ist gut, dass ich das jetzt habe, weil das ist vielleicht eins meiner Projekte, die ich mal angehen werde. Ich bin ja. Hab schon, eigentlich spiele ich ja Jump'n'Runs, aber nicht mehr so häufig. Astrobot war jetzt eine große Ausnahme. Vielleicht mache ich das mal wieder. Und da ich die Serie nie gespielt habe, das muss, ja, alles klar, Werbung. Da ich die Serie nie gespielt habe, könnte man das ja mal irgendwann angehen, ne? Den ersten Teil habe ich ja über den PSN-Account, von daher. Ja. Das wäre das. Ja, das ist meine derzeitige Zockbox, also von September 24. Natürlich bin ich gespannt, was ich im Oktober 24 bekomme. Entschuldigung, jetzt das war, ich bin an den Stativ gekommen. Was ich im Oktober 24 bekomme, und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eventuell schönes Wochenende, wenn ihr das jetzt noch sehen solltet. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Zockbox wieder. Also, over and out.